Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Bevor wir zur heutigen Frage kommen, möchte ich dir, lieber Janosch, einen ganz tollen Brief vorlesen, den du in deine Praxis geschickt bekommen hast. Ich finde ihn so toll. Ich lese einfach mal vor, okay? Okay, gerne. Guten Tag, Herr Professor Winkler. Nach unserem letzten Praxisbesuch haben mein Mann und ich so überlegt, was sich alles verändert hat, seit wir jedes Jahr zum Bluttuning zu Ihnen kommen. Bei allem, was wir für uns so aufgezählt haben, stieg die Begeisterung steil an. Der Leidensdruck bei meinem Mann war nicht so hoch, nur seine Leberwerte waren seit Jahren nicht so ganz in Ordnung. Bei mir waren es jahrzehntelange Muskelschmerzen, die viel Lebensqualität genommen haben. Nach vielen Besuchen in unzähligen Arztpraxen mit Aussage, die ich hier nicht wiederholen möchte, war mein Vertrauen in die Medizin und ärztliche Behandlungskunst arg geschrumpft. Irgendwann kam noch die Diagnose Fibromyalgie. Gewöhnen Sie sich dran, da kann man nichts machen, wurde mir gesagt. So bin ich zu Ihnen in die Praxis gekommen und das war das Beste, was mir je passieren konnte. Ich fühlte mich mit meinen Schmerzen ernst genommen und wurde nicht auf die Psychoschiene geschoben und bin mit viel Hoffnung nach Hause gefahren. Das ist nun einige Zeit her. Inzwischen weiß ich nicht, warum man gegen Fibromyalgie nichts machen kann. Ich jedenfalls bin schmerzfrei. Mein Mann und ich haben unsere Ernährung auf Low Carb umgestellt, nehmen unsere Nahrungsergänzungsmittel und sind mit wachsender Freude wieder viel in Bewegung. Die Leberwerte meines Mannes sind wieder in Ordnung. Wir sind inzwischen beide 70 Jahre alt, lassen oft das Auto stehen und gehen zu Fuß. Dreimal in der Woche gehen wir ins Fitnessstudio und wandern, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Langsam fange ich an zu laufen. Ich hätte nie gedacht, dass ich damit anfangen kann. Und ich habe mir für die Wintermonate ein Trampolin gekauft, auf dem ich dann laufen kann, wenn das Wetter es vielleicht draußen nicht zulässt. Wir haben so viel Lebensqualität zurückgewonnen und sind zufriedene Rentner geworden, mit viel Energie und Bewegungsdrang, mit einer Ernährung, die, man kann sagen, Spaß macht und dem Wissen, auf dem richtigen Weg zu sein. Mit Bluttuning jedes Jahr bei Ihnen und Defizite mit Nahrungsergänzungsmittel auffüllen. So ist es uns einfach wichtig, Ihnen Danke zu sagen. Ihnen und Ihrem Team. Herzliche Grüße. Ja, da geht dann natürlich das Herz auf. Vielen Dank. Ja. Ich weiß auch, um wen es geht. Das sind natürlich dann auch immer diese Highlights, wenn man auf Menschen trifft, die das, was wir hier in der Praxis wirklich anbieten, an Gesundheitscoaching wirklich aufnehmen, umsetzen und einfach auch ein gewisses Vertrauen, trotzdem sie vorher schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht haben, einen Vertrauensvorschuss mir geben, sich dann an das halten, was ich letztendlich erarbeitet habe. Und das ist natürlich gerade bei diesem schwierigen Krankheitsbild Fibromyalgie ist das schon wirklich, also klasse und ich sage mal so, das gehört zu den Highlights, weil das Krankheitsbild ist schwierig und natürlich klappt es auch nicht immer, weil es gibt viele Komponenten, aber die beiden haben es, jeder für sich letztendlich verstanden, haben die richtigen Konsequenzen gezogen und haben das auch ganz diszipliniert umgesetzt und dann wird man belohnt. Das ist ja das, was ich eigentlich mir wünsche, dass mehr Menschen diese Botschaft wahrnehmen, aufnehmen und umsetzen. Kümmer dich um deinen Körper, gib ihm das, was er braucht und er verwöhnt dich, er reguliert und repariert alles, was da zu reparieren ist. Also ja, vielen Dank, toll, freut mich. Ja, finde ich auch, also ganz, ganz toll. Ach, also ich würde mir wünschen, wenn noch mehr Menschen so tolle Zuschriften machen, also ein Aufruf an alle, die so eine tolle Erfolgsgeschichte haben, bitte schreib Professor Winkler, wir freuen uns darüber. Also das ist ein toller Applaus, ne, für die Arbeit von Professor Winkler. Also deswegen Aufruf, einfach mal schreiben. So. Ich gebe es an mein Team weiter, weil alleine als Einzelner kann man zwar einiges bewegen, aber nicht so viel wie im Team. Deshalb gebe ich das gerne weiter. Und ich glaube, das ist auch der beste Weg, wenn nicht nur aus meinem Munde kommt, dass wir hier eine wirklich hervorragende Medizin anbieten können, sondern dass es eben auch von denen kommt, die hier waren und sagen, Mensch, das hat uns in dem oder in dem oder in dem Bereich geholfen. Auf jeden Fall. Jetzt her mit den Fragen. Es geht los. Heute, die heutige Frage. Ich hatte chronische Entzündungen in den Kieferknochen und bin mit einem Erschöpfungssyndrom, bin in einem Erschöpfungssyndrom. Mhm. Also zwei Sachen. Seit der OP geht es mir bedeutend besser, aber mein Immunsystem ist sehr gefordert und ich bin sehr schnell erschöpft. Mhm. Vitamin C, Omega 3, Vitamin D, Magnesium und B-Komplexe nehme ich schon. Was kann ich noch tun, um meinem Immunsystem zu helfen?
Also Vitamin C nimmt sie schon, Omega-3, Vitamin D und ein B-Komplex, ja? Und Magnesium. Und Magnesium. Genau, fünf Sachen. Jo, das ist schon mal nicht schlecht. Also, das klingt wieder nach so einem ganz spannenden Fall. Das juckt mich dann auch immer, gerade diese schwierigen Nüsse zu knacken, klar. Also, eine Entzündung im Kieferknochen, da muss man natürlich sagen, okay, da muss der Kollege Zahnarzt richtig ran und muss das wirklich ordentlich bearbeiten, damit dort zumindest zahntechnisch alles auf einem guten Weg ist. So, ich weiß, dass gerade Zähne, deshalb haben wir das hier bei uns auch immer als großes Thema, fragen das am Anfang immer ab. Ich habe eine riesen Tabelle zu liegen, hier gleich griffbereit. Letztendlich, ich zeige das mal kurz. Ja. Ist jetzt ganz spontan nicht abgesprochen, aber so, da alleine sieht man alles, was die Zähne für Folgen haben. Hier in diesen Spalten stehen die ganzen Symptome und Krankheiten drin. Ich halte das mal so rein in die Kamera, einfach nur mal so, einfach nur, dass jemand mal sieht, okay, das mit den Zähnen ist hier ein großes Thema. Und wenn dort Entzündungen sind, kann das weitreichende Folgen haben. Da ist eine Belastung des Immunsystems fast noch eine gängige, normale Sache. Denn das ist natürlich eine Baustelle, die den Körper die ganze Zeit fordert. Und natürlich ist es da besonders wichtig, dass alles, was das körpereigene Immunsystem braucht, um das zu reparieren, dort diese Entzündung oder das in Schach zu halten, dass das nicht explodiert, dass es nicht übergreift auf den anderen Knochen oder wir sind ja hier auch gar nicht weit vom Gehirn, dass es zu weiterreichenden Ausbreitungen von dieser Entzündung kommt. Das zu reparieren, das zieht richtig Energie. Was mir hier noch fehlt, ist Eisen. In der Aufzählung. Also, ich meine, das Beste wäre natürlich, man hätte jetzt genau den Überblick. Man hätte genau gemessen, wo stehen diese Faktoren. Aber das, was sie da macht, ist schon gut. Meine Frage ist natürlich, wenn sie Vitamin C nimmt, wie viel nimmt sie da? Das ist eben die Frage. Wenn sie nur 1 Gramm nimmt, kann das sein, dass das okay ist. Die meisten brauchen aber 3 bis 4 Gramm Vitamin C pro Tag. Warte mal kurz, du sagst 3 bis 4 Gramm, 1 Gramm. Ich kenne das so, dass uns gesagt wird, so 200 Milligramm am Tag reichen, oder? Ja, diejenigen, die das sagen, haben nicht gemessen. Ich messe jetzt seit über 10 Jahren. Ich habe circa 13.300 Laboraufträge also in Auftrag gegeben. Und ich weiß ja, was die Menschen, und wir haben ja wirklich ein ganz breites Spektrum. Und das stimmt einfach nicht. Ich finde es auch schade, dass solche allgemeinen Sachen dann erzählt werden, von wegen, wir brauchen uns nur ausgewogen ernähren oder es reichen 225 Milligramm. Ich weiß auch, woher diese Quelle kommt. Ist ja schließlich eine halbstaatliche Institution, die uns hier in Deutschland mit solchen Nachrichten versorgt. Aber das ist einfach nicht fair, weil es so leider nicht mehr stimmt. Also kein in diesen, wir haben im Moment in den letzten 13 Jahren beim Vitamin C ungefähr 10%, die dort halbwegs gut lagen. Also 10% von den Erstuntersuchungen ungefähr haben einen Wert gehabt, der gut war. Und deshalb gehört also Vitamin C natürlich als wichtiger Baustein fürs Immunsystem dazu. Da wäre eben jetzt schon wichtig zu wissen, ob das, was sie tut, auch wirklich ankommt, weil das weiß sie ja erst, wenn sie es gemessen hat. Also ich würde in einer solchen Situation immer empfehlen, die Basis erstmal zu prüfen. Ich finde das schon toll, dass diese Patientin schon von alleine auf diese wichtigen Dinge gekommen ist. Noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn die Kollegen Ärzte das auch ihr so empfohlen hätten, um das zu prüfen. Die Realität zumindest zeigt, dass das eher selten der Fall ist. Also das, was sie aufgezählt hat, ja, da fehlt aber noch Eisen, da fehlt Eiweiß, der Eiweißspiegel, der Aminosäuren. Beliebte Prüfungsfrage auch an die Studenten ist immer, wenn sie virtuell alles, was zum Thema auch Immunsystem aus dem Körper rausholen könnten, wenn das, was dazugehört, wenn sie das rausnehmen könnten, was halten sie in der Hand? Und dann muss als Antwort kommen, ungefähr 1,5 Kilogramm reines, pures Eiweiß. Also Eiweiß ist für das Immunsystem extrem wichtig. Wo steht diese Patientin mit dem Eiweiß? Wie viel nimmt sie da? Kann sie ihre 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht? Hat sie das wirklich? Hat sie das real? Hat sie es mal protokolliert, wie viel sie isst? Und kommt dann wirklich auch dieses Eiweiß an? Das sind genau die Fragen. Und es ist wie mit einer Baustelle, ja? Also auch einer richtigen Baustelle draußen mit Bauarbeitern, ja, wenn die da die müssen was reparieren, ja, und die Bauarbeiter sind hochmotiviert, die sind alle da, ja, aber sie haben kein Material. So, und wenn du nur sagst, naja, ich habe euch doch mal damals 3 Sack gegeben, ja, wenn die aber 6 Sack brauchen, 10 Sack brauchen, dann ist das leider zu wenig.
Also da wäre ich sehr dafür, dieses Immunsystem genau zu messen. Kalzium übrigens auch noch ein wichtiger Moment. Und mit den anderen Sachen ist sie eigentlich dann schon gut dabei. Aber es bleibt, ich kann es nicht ändern, Leute, der wichtigste Spruch dafür ist und bleibt, wer wissen will, muss messen. Also wenn sie nicht vorankommt, wenn sie mit diesem Hin- und Her-Basteln, sage ich jetzt mal so ein bisschen, wenn sie das nicht schafft, wenn sie dann nicht zu einem guten Ergebnis kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort eher größere Defizite hat und mit ihrer Substitution gar nicht an den Level rankommt, den sie braucht, dann ist diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch und deshalb sollte sie das lieber messen lassen. Ja. So würde ich da rangehen, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Antwort. Gerne. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, schreib sie einfach hier in die Kommentare. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.